Ja hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich mal wieder seit langem die Nordex-Aktie für euch dabei. Ja, und wir gehen hier mal so ein bisschen auf die aktuellsten News ein. Gerade mit der Energiewende ist hier ja ganz, ganz viel passiert, auch was die Auftragsbücher angeht. Deswegen gibt es ja wirklich weiter einen Auftragsboom, auf den gehe ich auch mit euch ein und so ein bisschen auf die vergangenen Zahlen. Dann schauen wir uns den aktuellen Chart gemeinsam an und gehen dann auch noch so ein bisschen auf die Jahresprognose über. Ja, und bevor wir starten, da würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr jetzt ein kostenloses Abo dalasst und die Glocke aktiviert, um hier kein Video mehr zu verpassen passen, würde mich echt mega freuen an dieser Stelle. Und dann starten wir auch schon so ein bisschen mit dem aktuellsten Newsflow. Ja, die Aktie ist jetzt hier in den letzten Tagen trotzdem gestiegen, das werden wir gleich auch im Chart zusammen sehen und das trotz eigentlich relativ schlechten Zahlen. Ähm, hier sind eben die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht worden und ähm, man hat hier mitgeteilt, dass der operative Verlust in diesem Jahr voraussichtlich 4% des Umsatzes erreichen wird und damit eigentlich so ein bisschen das untere Ende der bisherigen Zielspanne ähm, und trotz alledem drehte der Kurs nach oben. Ja, und warum könnte das sein? Und zwar hat man hier ein bisschen Rückenwind bekommen, weil die Stimmung an sich blieb eigentlich weiter ermutigend oder weiter gut für die Zukunft. Ähm, man betonte auch, dass die Chancen auf eine positive Wende sehr, sehr gut sind, natürlich aufgrund der Energiewende, die gerade stattfindet. Und man glaubt, dass hier auch die Risiken durch Altverträge mit Kunden, die man schon hat, ähm, die noch zu niedrigen Preisen vereinbart wurden, also von früher, ähm, demnächst sinken und insofern steht hier ähm, Nordex in den kommenden Quartalen vor einer ja vor so einer bisschen Übergangszeit oder also so einer Zwischenzeit und äh, die gesamte Branche hat sich natürlich in den vergangenen Jahren durch eine äh, ja starke Fokussierung auf Marktanteile und Volumen in der ja, in so ein bisschen schlechtere Lage reinmanövriert. Ähm, und inzwischen hätten aber Anbieter, wie es jetzt auch Nordex ist, die ähm, erkannt, dass äh, kostendeckende Preise durchzusetzen und auch Vertragsstandards so ein bisschen zu entschärfen. Und daher gibt es jetzt einfach die Hoffnung, dass das zweite Halbjahr hier so ein bisschen zu einem Wendepunkt wird. Und auch in den nächsten Jahren, wie gesagt, die Energiewende kommt ja auch. Und da sind die Chancen hier im Windkraftbereich sehr, sehr stark. Dann ist es auch so, dass ähm, Nordex im Höhenflug ist, weil auch der Auftragsboom einfach anhält. Wie gesagt, man hat seit Mitte Oktober über 60% zugelegt. Das werden wir gleich sehen. Und ähm, wie gesagt, man schaut natürlich hier in die Bücher und man setzt hier auch in Zukunft einfach auf bessere Margen. Äh, Nordex liefert hier jetzt 10 Turbinen des Typs N131 3600 mit einem Gesamtvolumen von ungefähr 35 Megawatt nach Polen rüber. Auftraggeber ist hier eine Tochtergesellschaft von RE Alois. Ähm, die hat auch einen Premium-Service über 15 Jahre hier bestellt bei Nordex. Und im Herbst nächstes Jahr soll die Lieferung und die Installation auch schon bereits beginnen von der Anlage. Und Anfang 2024 soll dann der Windpark Zwola in Betrieb genommen werden, um den es geht. Also man, wie gesagt, so in den nächsten eineinhalb, zwei Jahren ist das Ganze geplant. Und für Nordex ist der Auftrag erneut eine Bestätigung ähm, der guten Technologie, dass hier, wie gesagt, die Auftragsbücher sind auch einfach voll bei Nordex. Und man freut sich hier jetzt auch über den Start der Zusammenarbeit. Vielleicht kann das Ganze ja auch in Zukunft weiter oder ausgebaut werden, wenn man hier damit zufrieden ist und es spricht sich auch weiter rum volle Auftragsbücher waren eigentlich auch nie wirklich das Problem. Ähm, es geht eher so ein bisschen um das Profitabilitätsproblem, was Nordex hat, aber das möchte man hier jetzt auch lösen in den kommenden Monaten. Und wie gesagt, somit bleibt man hier auf jeden Fall zuversichtlich. Wir schauen jetzt eben mal zusammen an, was die Aktie aktuell macht und wir sehen hier das richtig schöne, den richtig schönen Aufwärtstrend. Wir sind sogar mittlerweile wieder über die 200-Tage-Linie geschossen, ähm, über 50-Tage-Linie natürlich auch. Wir sind hier zweimal auf das Verlaufstief in den im Jahr bei 7,34 Euro angelaufen. Da hat zweimal der Kurs auch gedreht. Wir sehen hier eigentlich so eine W-Formation. Ähm, jetzt muss man schauen, wie weit der Kurs noch nach oben ausbrechen kann. Die nächstgelegene Unterstützung könnte jetzt hier die 200-Tage-Linie sein. Sollte es hier nochmal drunter gehen, dann wartet hier auf jeden Fall die Unterstützungszone im Bereich der 50-Tage Linie. Das absolute Jahreshoch lag ja bei über 16 Euro. Da sind wir noch ein kleines Stückchen entfernt, aber wir kommen auf jeden Fall in die richtige Richtung, stehen aktuell bei 11,10. Euro. 71. Schreibt mir doch jetzt gerne unten schon mal in die Kommentare, ob ihr Nordex in eurem Depot habt. Würde mich echt brennend interessieren. Ob ihr sie vielleicht auch mit Einmalkäufen hier getätigt habt oder einfach für die Zukunft in eurem Depot liegen lasst. Einfach mal so in Richtung Energiewende gedacht. Dann schauen wir uns natürlich jetzt hier auch noch die Jahreszahlen, also die Ergebnisentwicklung an und auch die sieht ganz okay aus. Dieses Jahr soll man eben hier auch aufgrund von ja, schlechteren Margen des Nettoergebnisses und des Betriebsergebnisses nicht wirklich so toll sein. Ähm, der Umsatz der liegt bei ähnlichem Niveau eigentlich oder fast gleichem Niveau wie im Vorjahr bei 5,4 Milliarden Euro. Das EBITDA bei minus 222. Das soll sich aber dann in den nächsten zwei Jahren ändern. Bis 2024 möchte man hier ein Plus von 346 Millionen stehen haben. Das Betriebsergebnis dieses Jahr auch recht schlecht bei minus 392 Millionen, aber auch in den nächsten zwei Jahren erwartet man hier eben positive Zahlen bei ca. 180 und wir sehen das Ganze hier auch oben in der Grafik. Also Nettoergebnis und Betriebsergebnis sollen hier tatsächlich deutlich raufgehen. Der Umsatz so leicht, aber wichtig ist ja eher, dass die Margen steigen, trotz dass der Umsatz eh nicht bleibt. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Zeichen und man kann jetzt nur hoffen, dass das Nordex auch gelingt. Der Gewinn pro Aktie, der wird auch nochmal schlechter im Vergleich zum Vorjahr von minus 1,8%. 68 Euro pro Aktie auf minus 2,19, soll aber dann auch in den nächsten zwei Jahren auf plus 0,25 ranwachsen. Das war so hier die Prognose für die nächsten Monate und Jahre. Und ich bin einfach gespannt, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, gerade mit der Einleitung der Energiewende. Hier wird ganz, ganz viel gefördert, ganz viel gemacht und die Auftragsbücher sind voll. Das heißt, Aufträge gibt es auf jeden Fall en masse. Und ich werde für euch weiter hier am Ball bleiben, was Nordex betrifft. Wie gesagt, gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Und wenn euch mein Video und mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch jetzt gern ein kostenloses Abo da. Aktiviert noch die Glocke, um hier mit an Bord zu kommen und auch kein weiteres Video mehr zu verpassen. Würde mich echt freuen, wenn ihr hier mit dabei seid. Ja, und das war es von meiner Seite. Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!